Und dann Johnny Wang auf der achten Runde.
Position. Das heißt, in Sachen Meisterschaft verliert. Einmal zwei Punkte nur auf Maxi Lukas. Das ist wirklich Schadensbegrenzung. Kolfe-Neuter Adomatis mit seiner persönlich schnellsten Runde in der allerletzten Runde fährt hier noch in die Top 10 Marius Adomatis. Der Mann aus ihrer Sicht. Und wir sind gespannt, ob er das Thema hier gleich für sich entscheiden kann, mit einem guten Start reinkommt in dieses Rennen. Er ist, wie gesagt, im Championat aktuell Zweitplatzierter hinter dem Spanier Guillem Fares, hinter der 409. 61 Punkte muss er gut machen. Es sind zwar noch drei Rennen, aber so allmählich läuft ihm ein bisschen die Zeit weg. Also, lange Reiter, der KTM-Boy. Aus Deutschland, der Woltersdorfer zieht hier richtig cool für die Radmotorsports-Crew den Red Bull Longshot. Aber wir lassen uns das natürlich stören und wir sind natürlich gespannt, ob der Angriff gleich kommen wird von Camden McLellan und Maxi Spies müsste das auf Platz Nummer 3 sein. Also der Deutsche ist auch gut aus dem Gatter gekommen, der 7er und 51er, der jetzt dieses Feld hier anführt, fertig. Die 651, Maiko Fettig aus Estland, ist nur von der 22 an den Gatter gegangen und hier vorne gestört in einem Rutschen mit der letzte Angefeuerte der Waffenklappe. Und hier Spieß und Fares weit zunächst einmal auseinander, Spieß auf 3 und Fares hier gestaltet als Später. Aus dieser ersten Runde. Es läuft nicht für das Red Plate hier in dieser ersten Anfangsphase dieses Rennens. Fettig, Appel, Spieß, die ersten drei, dann Noah Ludwig auf 4, 5 für Camden McLellan, 6 für Cato Nickel, 7 für Tommy Schröder, 8 für Konsti Piller. In diesem zweiten Teil der Runde und wäre damit auch mal 5. Spieß immer noch vorne, 3 Sekunden bis gleich. Auf McLellan. Fettig hier, 5. Fares hier, 5 für Miller, 6 für Appel, 7 für Paul-Neu. Und uns beschenkt hier das Duell zwischen Neu, Appel und Nickel für einen coolen Dreikampf ausfahren zwischen den Rängen 6, 7 und 8. Der zweite Sektor, der hier gleich in Angriff genommen wird von den Kollegen, doch ist hier der Konstantin nach vorne, aber er muss aufpassen. Hier gibt es einen ganz großen Rechnungsfahrer auf dieses schwarz-borstige Zeitstück. Das ist so einfach noch ein bisschen zu finden, wenn man da so nah an den Kontrahenten geht. Da gehen natürlich gleich mal 3-4 mit von parallel raus. Und dann heißt es irgendwie mit Feuer 6. Spinner gegen Nickel. Jetzt ganz, ganz aufhören hier der Motocross. Enduro-Kurve. In Sektor Nummer 2. Kleiner Table. Ja, Aufruf natürlich hier an euch, an den Streckenrand, feuert hier den Donner wieder, ihr hört euch natürlich an der Strecke. Und natürlich alle, die heute unseren Livestream von zu Hause verfolgen, macht euch morgen auf, bitte nicht hier nach Dauer. Wir haben morgen noch einen vollen Renntag vor euch, mit uns gemeinsam. Wir werden morgen natürlich auch noch den zweiten und dritten Renn hier in Dauer beschreiten und wir freuen uns natürlich über euren Besuch, ganz klar. Umlauf als der Spanier und das wäre natürlich ein dickes Ding.
da Fares vielleicht noch einmal erreichen kann. Wir sehen hier wunderbar, er hat doch Kontakt. Anfahrt auf Sektor 2 jetzt für den Fares, während Greiner hier fast zu Boden geht. Der 508 will er nochmal akrobatisch abgefangen. Und ausgeht von Platz 31. Natürlich außerhalb der Punkteränge haben wir Deutschland wieder den Flowform, um da vielleicht noch eine Chance zu haben, diese Punkteränge zu erreichen. Das ist nicht ganz so weit. Das sind circa 9 bis 10 Sekunden, die er bringen könnte, um da auch den oder den aktuell 20 Platzierten aufzuschließen. Also aufgehen ist es, das wird auch er sich denken. Kato Nickel kommt hier immer näher an Fares heran auf Sektor 1 in der neuen Runde, war wieder schneller als das, was der Spanier hier bringt. Ist er jetzt hier in einem... Ja. Aber wann hast du dich dazu entschlossen, dieses Team zu leiten, zu steuern? Wie kommt man dazu? Also wir haben jetzt in der Masters-Klasse haben wir Tim Koch am Start mit der Startnummer 66. Muss ich sagen, eine sehr, sehr stabile Saison, sehr gut, mit einem hervorragenden Ergebnis. Da muss man auch sagen, in der DM läuft es ja auch für ihn super. In der DM läuft es auch sehr, sehr gut. War der eine oder andere Durchhänger gut. Morgen in der Qualifikation einige Male beobachtet, aber er hat es perfekt gehandelt. Letzte Meter am Motultable vorbei. Kein Thema für den Liebner, der hier schon ausprobiert ist, so scheiße. Besser wird noch einmal von dem Schmecker-Pilot. Und da sind sie, die ersten 25 Punkte kommen an Maximilian Spies, der dieses Rennen gewinnt und euch hier einen Gruß hinterlässt an den Strecken hat. Kurz vor Ende dieser ersten Runde und wir sortieren. Zaragoza, Nagel auf 2, Koch auf 3, dann... Ja, der beste Mann für die zweite Reise. Ja, da
zwar wichtig, um da auch an diesem deutschen Express vor ihm dran zu bleiben, an Koch und Nagel. Also gutes Speed von Stefan Eckerold, die er hier zeigt in diesen ersten anderthalb Runden. Und jetzt geht's Zaragoza an den Trag. Ja, Jorge Zaragoza, der Spanier, auch so ein Talent, was leider so unglaublich viel Pech hatte in seiner bisherigen Karriere. Aber der zeigt, dass er immer noch gut Motorrad fahren kann. Bernd Nagel ist jetzt irgendwie probiert, daran vorbeizugehen. Oh, das wäre fast in die Hose gegangen. Der ist aber rechts gegangen, wollte außenrum gehen und Koch konnte fast innen reinstechen. Und jetzt wieder der Versuch von Koch. Und auch Elias Stapel aus so einer weiteren Wundertüte auf Hartboden. Jetzt geht es Richtung Heimat, würde ich sagen. Genug gefilmt für heute. Es wird wieder vielleicht ein großes Video, vielleicht zwei Teile. Gucken wir mal. Aber ist schön. Hat alles gepasst. Essen war lecker. Das Rennen war super. Wetter bombastisch. Und kann man echt nicht meckern. Schöner Tag heute. Ja, ich hatte heute früh wieder das Problem. Wollte nie aufstehen, kein Bock. So richtig, weil ich mich über irgendwas wieder geärgert habe, aber ich dachte, fährst einfach mal los und guckst mal wieder. Und ich habe es richtig gemacht, denke ich mal. Hier richtig was los. Seht ihr ja auf dem Video. Haufen Leute. Trotz des teuren Eintrittspreises, aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Wer auf sowas steht und sowas gerne guckt, für den ist das gerade mal das Richtige. Hat was. So, jetzt müssen wir uns wieder durchquälen hier vor lauter Leuten. Zurück nochmal
dort im Schatten etwas unterstellen. Ein letzter Schluck vielleicht, eine frische Brille und ansonsten absoluter Fokus, Konzentration und das Warten darauf, man an die Startmaschine fahren muss. Das ist der schnellste Mann bisher hier und heute. Jean-Luc Dixier, der Meisterschaftszweite, der sich Auszeit gegönnt hat seit Geildorf nach einer harten Saison. Die letzten WM-Rennen nicht bestritten hat, stattdessen sich erholt hat. Hier nur den einen oder anderen Sturz, war ein bisschen angeschlagen, war schlecht zu Fuß, wie man so schön sagt. Und jetzt wirkt er deutlich frischer, deutlich spritziger. Gucken wir mal, ob er das Ding noch umdrehen kann. So, ich habe vorhin noch was gesehen, wo ich gekommen bin. Ich hoffe, man hört mich. So ein Plakat mit der Unterschrift drunter. Vielleicht gibt es das umsonst. Die haben noch was da. Mal gucken. Nehme ich noch eins mit. Habe ich was zu verschenken. Sehr, sehr erfahrener Mann. Numberplates sauber gemacht. Ich habe die Spannung auf jeden Fall da oben zu spüren. Oh, ich nehme jetzt einfach eins mit. Gut, passt. Meter Hardpack und sowas von hart hier in Jauer. Jan, hier jetzt zusammen. Freust dich? Ich freue mich mega. Und wie gesagt, die Jungs dort unten sind heiß im dritten Feld. Wir haben es eben mal ganz kurz den Eindruck gehabt von dem Feld da unten. Und die Ausgangslage könnte eigentlich kaum spannender sein. Jean-Luc Dixier fliegt hier über den Kurs von Jauer. Und er will natürlich was gut machen. Und das hat man heute Morgen ganz, ganz deutlich gesehen. Ja, klar. Und ihr habt es ja vorhin gesagt, es sind noch so viele Punkte zu verlieren. Ah, bin ich fertig. Ja, fast drei Runden hier rumgerannt. Und etwas zügig heute, weil ich ja alles wieder filmen wollte, fotografieren wollte. Aber gucken wir mal, wie es aussieht. Ich hoffe, dass einige Fotos gut geworden sind. Ich habe geknipst, was vor die Linse kommt. Dann nebenbei noch filmen. Ja, und bloß zwei Hände. Ihr kennt das ja wieder, das Problem bei mir. Ja. So, war's das. Ab nach Hause. So, hier haben wir noch einmal das Startgrid für heute. Also Jean-Luc Dixier, der Franzose, von der 1 aus ans Gate rollen. Dann Tom Koch, Stefan Eckerholt. Wir bleiben natürlich vorne. Und so muss jetzt kommen. Denn es droht der andere von der Runde. Aber jetzt ja, weil jetzt ist der Kopf von der Nachbarschaft und der Brüstung. Also, der andere war eine Lösung. Ja, was da war. Also Tom Koch, Stefan Eckerholt, Max Nagel, Jean-Luc Dixier, unser Quartett an der Spitze. Zaragoza 5, 6, Lukas Platt, auch Lukas, super dabei. Ganz, ganz stark, aber dann immer noch auf 7 und 8, Marcel und Elias Stapel vor Tane Leok. Ja, das ist ja auch eine Legende, aber der Mann mit seinen 37, super stark, wird jetzt übrigens seine 20. Nations fahren. In diesem Monat in den USA, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber da ist der Herr Vorrang gegen Eckerholi, auf Weiß. Und dahinter fahrt sich das nächste Duell an mit Dixier, der Meter um Meter näher kommt an die Red Plate 12 von Axnagel. So, das war's. Ich hoffe, man hört mich. Ab nach Hause. Reicht. Ah, mir tut wieder alles weh. Ja, aber
Morgen ist ja auch noch Rennen. Ich hoffe, ich kriege das Video heute rein, dass ihr ein paar Infos habt noch für morgen. Dann könnt ihr morgen mal hergehen. Wetter soll ja auch gut sein. Ja, es lohnt sich. Bis auf den Eintrittspreis, aber ich sage immer, man geht ja bloß ein- oder zweimal im Jahr zu sowas hin. Und das sollte man sich schon gönnen. Also ich habe es nicht bereut. Ich bin jetzt glücklich und zufrieden. Jetzt muss ich bloß wieder mein Auto suchen, wo es steht. Ja, immer dasselbe. Gut, mache ich jetzt aus und Feierabend. Aufnahme gestartet. So, so sieht die Rennstrecke von oben aus. Hinter den Bäumen ist auch noch was, aber ich fliege jetzt vom Parkplatz mal ein bisschen. Da ist gerade nicht so viel Wind. Und da geht das. So als Abschluss vom Video noch. Und oben im Bild, das ist das Fahrerlager, glaube ich. Ich kann bloß nicht zu hoch fliegen, es kam gerade eine Meldung, zu viel Wind. Ja, ab und zu kommt mal so ein kleines Wölkchen, kann man nichts machen. Gut, war's das für heute.